16 Augen dabei. Wir spielen heute auch mal als erstes ein bisschen langsames Lied. Ich denke, wir dürfen alle zwischendurch nicht vergessen, dass wir auch einfach Kraft tanken, dass wir nicht ständig nur von der nächsten irgendeinen Nachricht zur nächsten hetzen, sondern dass wir einfach auch ein bisschen Zeit für sich nehmen. Das passt vielleicht zum Valentinstag. Man darf manchmal auch einfach nur sein. Für euch als Redner. Ja, vielen Dank. Ja, ich bin Vertreter der Kirche aus Anklam und möchte euch einfach ein paar mutmachende Worte heute Abend mitgeben.
Es ist eine spannende Zeit, in der wir leben, eine krasse Zeit. Und es scheint so wie ein Druck auf uns Menschen alles zu liegen. Und es ist gut, dass wir hier für die Freiheit aufstehen. Dass wir erkennen, wir haben eine Verantwortung. Und mir kommt es manchmal wirklich vor, dass das die letzte Sicherung unserer Menschenwürde ist, dass wir eine Verantwortung haben. Gott hat uns Verantwortung gegeben für unser Leben. Dass wir uns entscheiden können für das Gute und für das Schlechte. Wir sollen uns nicht wie Tiere einschätzen, die wie nach ihrem Instinkt handeln und einfach das mit sich machen lassen, was man ihnen vorsetzt. Aber du und ich, wir haben einen freien Willen von Gott bekommen, uns zu entscheiden. Und diese Verantwortung, das hat ganz viel mit dieser Selbstbestimmung zu tun. Denn Selbstbestimmung ist nur dann gegeben, wenn wir auch Verantwortung übernehmen für unser Leben. Und heute sind wir hier, um das einfach nochmal klar zu sagen. Wir lassen das mit uns machen. Da können wir selbst sogar entscheiden über unseren Körper, über unser Leben. Und Gott hat uns diesen freien Willen gegeben. Er hat uns eine Entscheidung gegeben, dass wir sagen können, wir wollen uns für ihn entscheiden oder auch gegen ihn. Er ist der Schöpfer aller Dinge. Er hat alles gemacht. Und er hat uns das Wichtigste in die Hand gegeben, diese Freiheit. Und noch wichtiger ist es eben, nicht nur dafür aufzustehen, sondern auch diesen Gott kennenzulernen, der die Freiheit in Jesus Christus gegeben hat. Wenn Jesus ist gekommen, um uns frei zu machen von jedem Druck, den Systemen, den Politikern, den Menschen auf uns legen wollen. Und da können wir unsere Sorgen, unsere Ängste, unsere Bedenken, das können wir alles an Jesus geben. Du kannst zu ihm kommen, so wie du bist und so wie unser Freund das Lied gesungen hat, du kannst so sein. Du kannst vor Gott kommen mit all deinen Schrott, mit all deinen Plagen und Sorgen. Jesus wird dich nicht hinausstoßen. Er hat gesagt, jeder, der zu mir kommt, den werde ich annehmen. Und das ist eine gute Botschaft, die wir einfach brauchen, um zu dieser, wo alles aus dem Fugen hängt, wo wir nicht wissen, was vielleicht im Karabach los ist, mit unserem Land, in Europa, mit dem Krieg. In Jesus haben wir einen Ort der Geborgenheit. Und das möchte ich euch heute Abend mitgeben. Er ist die wahre Freiheit. Und ihn kann jeder kennenlernen, der zu ihm kommt. Denn am Kreuz hat er für unser Leben alles gegeben. Ich wünsche euch jetzt einen guten Abend, wo ihr wirklich eine Begegnung habt, wo ihr einfach mal sein könnt. Wo ihr einfach auch das mal aussprechen könnt, was auf euch der Seele kommt. Wir sind auch noch eine Weile hier und ihr könnt mit uns sprechen. Und vertraut darauf, dass Gott die Kraft in uns bringt. Schönen Abend und Gott segne euch. Vielen Dank. Genau. Wir haben jetzt noch ein paar Trommeln, der noch ein paar Trommeln antragen will, der Handel, aber nie verwarten, die nachher noch wieder zurückbringt. Ansonsten, die Ballone sind schon fast alle verteilt, wunderbar. Könnt ihr jetzt noch was sagen zu den Verstorbenen? Leider hat das mit den Lichtern nicht so den Effekt hier, das wird nicht. Aber er wollte irgendwas zu den Toten in dieser Zeit sagen, den Verstorbenen. Danke, Robert. Liebe Neu-Hamburger, ich bitte um Aufmerksamkeit und Gehör. Denn das, was mich bewegt und ich zu sagen habe, wird sicherlich auf euch bewegen und vielfach eure Gedanken bestimmen. Ich nehme seit Spätherbst 2020 hier an diesem Spaziergang teil. Zu dem Zeitpunkt war seinerzeit nicht anzusehen, wie wir als Spaziergänger diskriminiert und angegangen werden. Wir werden mitunter als Fascho bezeichnet, als Nazis, als Corona-Leugner. Und als das bedeutet auch, dass man uns Empathie abspricht. Empathie ist eine Grundbedingung im gesellschaftlichen Leben. Bedeutet mitunter auch trauern zu können. Heute ist der 14.02., wenn ich mich recht
erinnere. Vor etwa 2 Jahren hieß es medial, dass es den ersten Corona-Spot in Ischgl in Österreich gab. Von dort aus hat Corona seinen unheilvollen vollen Lauf genommen. Die Weltgesundheitsorganisation sagt, dass seither. Hallo? Hallo? Kann mir einer helfen? Hallo? Ein raus. Ja. Sorry. Ah, das ist. Sorry. Also noch einmal. Die Weltgesundheitsorganisation sagt, dass in den vergangenen 2 Jahren an und mit Corona weltweit über 6 Millionen Menschen verstorben sind. Von 25! Was auch immer das heißt. Ich hatte mir vorgenommen, heute für jede dieser 6 Millionen 6 Kerzen, habe ich gekauft. Ich habe aber auch als Reaktion darauf, was du dort sagst, ich habe 60 LED-Kerzen gekauft, die für Hungernde, Verhungernde in den letzten 2 Jahren stehen. Seht ihr die Proportionen? 6 Millionen und über 60 Millionen. Ich lasse mal auf vor, wie viele Menschen derzeit an Waffen, die unter anderem nach Deutschland exportieren, verstorben sind. Wir reden über insgesamt 66 Millionen Menschen. Und spricht man Empathie ab? Ich möchte, dass wir alle heute beweisen, dass uns jeder Tote einer zu viel ist. Und deswegen bitte ich jetzt noch einmal um eure Aufmerksamkeit und schlage vor, dass wir sowohl für die an- und mitverstorbenen 6 Millionen Corona-Toten und allemal für die 60 Millionen Verhungerten in diesen 2 Jahren jetzt eine Gedenkminute einlegen. Ich bitte um absolute Ruhe. Warte, ganz kurz. Ganz kurz vor der Gedenkminute, ganz kurz. Wir brauchen noch 4 Ordner, bitte. 4 Ordner noch zur Polizeikanzlei. Und jetzt die Gedenkminute. Und jetzt bitte ich als Zeichen, dass wir es wirklich ernst meinen mit unserer Empathie, mit unserer Solidarität, mit all den Familien, die dahinter diesen Verstorbenen stehen. Dass wir es ehrlich mit unserer Empathie meinen, dass wir jetzt ruhig sind für 1 Minute. Ich danke euch. Guckt doch bitte alle einmal wieder nach vorne, alle, die im Gesundheitswesen arbeiten und von der Regierung im März alle betroffen sind. Kommt gerne nach vorne. Möchte auch noch den Niederschwung zu behalten. Alle Menschen im Wald, alle medizinische Pflegepersonal, Krankenhauspersonal, alle aus dem Gesundheitswesen. Kommt nach vorne. Einige sind in Quarantäne, alle gehört. Also, wir haben ja auch gerade ein Krankenhaus gesehen, das ist ein sozialer Notstand. Das sieht nicht gut aus. Mensch, aus dem Gesundheitswesen, für die Tage,
Genau, die Trommler können auch schon mal bitte nach vorne kommen, weil wir dann genau am besten nach vorne fahren sollen. Gemeinsam setzen ist ja dann besser. Ja, vielen Dank, dass ihr auch wieder hier einsteht. Es war auch viele Leute leider von Kennen, die arbeiten mit der ersten Stadt. Oh, es wäre noch was. Wir möchten uns abseits von dieser Thema Corona auch so darauf bedanken, dass ihr hier mit uns einsteht, sich zeigt und auch immer ein Leben begrüßt, mit Herzen, Leid und Seele dabei seid und die Menschen, die in Not gekommen sind, medizinisch versorgt. Vielen, vielen Dank. Ein Applaus bitte für die. Ich nehme heute einfach mal dich relativ überwältigend mit dem Übungsvorstellungsbild für alle. Ich würde mal diese Masse auf das Schönste der Weise stehen. Als kleines Dankeschön. Wenn ihr heute die Menge der Erfahrung laufen, wird es bestimmt. Wir haben das auch im Autokursekanal als Flyer gestellt. Da vielleicht sonst auch nochmal reinschauen. Da steht dann drin, wann und wo das ist. Falls ihr da Hilfe braucht, da wollen Anwälte ein bisschen aufklären und weiterhelfen. Schauen wir mal, was da dabei rauskommt. Wie gesagt, bleibt weiter standhaft. Wir bleiben auch weiter standhaft für euch mit hier auf der Straße. Vielen Dank! Und dann einen schönen Spaziergang uns allen. Dann lasst uns mit der Grüßung die Fahrzeuge von jetzt nach vorne. Wir gehen vorne für die Treptower Straße am Marktplatzcenter raus. Abstand ein, genau, und Nasenmaschen, bitte
können Sie sich abstellen. Das ist auch ein bisschen vermessen. Also, keine akademischen Lehrkosten. Und ja, ansonsten friedlich bleiben. Wir können los. Aber ein paar Leute können vors Auto auch kommen, genau. Ein paar Leute noch vors Auto mit. Genau, nicht so viele, aber ein paar davor. Kommen wir noch ein paar mit davor. Genau. Ihr könnt ruhig am Auto vorbeikommen, mal mit nach vorne, wenn ihr wollt. Hier vorne ist noch ein bisschen dürftig. Will keiner heute. Mensch, na dann machen wir. Dann lassen wir das Auto heute als erstes fahren. Dann ist es halt so. Will keiner. Will keiner. Gut, dann machen wir ein Auto. Let's go.
Teilen, liken, liken, liken. Danke, danke, danke. Ja, wunderbar. Ich finde auch, bleibt man ein bisschen auf die alten Spiele, die linke Spur, als Drittklasse wieder offen lassen. Wunderbar. Immer schön auf der rechten Spur. Ist auch ein bisschen länger dann. Genau. Wunderbar. Eckart, zweite Box funktioniert. Kannst du bitte noch? Oder bitte ein anderes Lied. Oder nochmal was Lustiges. Geht auch mal. Heute. Nee, mach mal zurück. Fast 20.000 da. Los, Gottings. Teile, teile und leiten. Seid doch alle gesund. Tippen, tippen, tippen. Der Zwillingring ist voll. Es gibt kein Ende heute hier. Danke fürs Teilen, danke fürs Folgen, danke, danke. Ihr seid Hammer. Ihr seid Weltklasse, Wahnsinn. Es gibt kein Ende heute hier. Und immer noch mehr. Ich muss auch wieder nach vorne. Danke fürs Teilen, danke, danke, danke. Der Wahnsinn, guckt euch das an. Guckt euch das an, kommt immer noch mehr raus, Leute. Thank you.
ist zu. Biber, die haben den ganzen Ring heute zugemacht für uns. Wahnsinn, ey, das gab's noch nie. Leute, lasst mein Live explodieren. Feuer, Marianne. Wählt, ob er sich impfen lassen möchte oder nicht. Wenn jemand sich impfen lässt, ist das sein gutes Recht. Und genau wie im Sexualstrafrecht muss auch beim Impfen gelten, ein Nein bedeutet Nein. Dafür treten wir ein. Wir haben heute einen mit dabei, der trägt heute die schwarze Fahne bei sich. Das heißt Widerstand. Auch dieses Jahr er wehrt sich ganz gerecht. Und ohne groß vorzugreifen, gehe ich also davon aus, dass einfach mal jetzt mal für eine Minute oder zwei Minuten einfach mal schwarze Herzen reinmachen. Wir sind für Frieden, Freiheit und Selbstbestimmung. Schwarze Herzen und einmal Frieden bitte bedeutet, dass auch der Russe Anspruch auf Sicherheit hat. Es dürfen keine Raketen auf ihn gerichtet werden. Im Moment steht der Russe auf eigenem Boden und rundherum steht die NATO. Und das kann nicht sein. Der Russe hat Anspruch auf Frieden und Sicherheit. 27 Millionen Tote hat es gekostet. Danke. Um den Deutschen, den Hitler zu vertreiben. 27 Millionen tote Russen oder Sowjetbürger. Daran sollen wir immer denken. Wir haben auch kein Recht, dem irgendwas vorzuschreiben. Darum sind wir für Frieden, Freiheit, Selbstbestimmung. Selbstbestimmung. Selbstbestimmung bedeutet selbstverständlich Ausgleich. Das heißt, da müssen die Schwachen mitziehen. Das ist immer so. Aber es ist Wahnsinn heute, der Ring, wa? 303. Thank you.
euch. Ja. Das war ja, ja, ja. Geh mal jetzt hier in die Mitte. Nein, ich bin nicht weiter. Geht ja wohl gar nicht. Wo ist denn dein Mann? Mach jetzt hier. Für Liebe. Liebe, ja. Liebe, ja. Weil davon gibt es ja immer mehr. Wer hat den Termin? Thank you.
hat jemand hier vorne am weißen Lieferwagen noch ein Walkie-Talkie mit, das er abgeben kann? Die Walkie-Talkies bitte anschalten und in Sichtbereitschaft haben, damit wir uns auch untereinander verständigen können. Sonst bringt das Walkie-Talkie überhaupt nichts. Also falls es jemand hier vorne am weißen Transporter hat und abgeben kann, bitte einmal kurz melden und abgeben. Danke. Neubrandenburger. Heute ist wieder Montag und wie alle Montage gehen wir ab 19 Uhr vom Marktplatz los. Wir demonstrieren gegen die völlig unverhältnismäßigen Corona-Maßnahmen. Wir treten dafür ein, dass jeder für sich selber entscheidet, ob er geimpft werden möchte oder nicht. Thank you.
Kameraweg. Das ist ein langes Thema, worüber man sich damit beschäftigen kann. Und das habe ich schon mal am Samstag gesagt. Beschäftigt euch einfach mal mit Geostrategie und hinterfragt, warum seit 2014 genau in diesen beiden Ländern, wo der Russe seine einzigen Seestreitkräfte außerhalb seines Gebietes hatte, Krieg ist. Hinterfragt diese Dinge. Denn der Russe hatte vor 2014 nur auf der Krim in Sevastopol seine Seebasis. Und die andere Seebasis war im Mittelmeer in Syrien, in Taurus oder Tartarus heißt das. Könnt ihr überall nachlesen. Ja, und in diesen beiden Ländern ist schon lange Krieg und jetzt sind beide Länder noch Kamele geschüttelt. Da muss man nur noch eins und eins zusammenzählen. Und wir haben die Kamele nicht mal so weit trotzdem gesehen. Ja? Wenn wir Trotzdem sagen, wir machen aus Deutschland, dann kann man nichts machen.
Also, wenn ich schon gucke, mal, der Boxer, der kann sehen, wie er den Arm als Bürgermeister gewonnen hat. Ja, und dann müssen wir Deutsch denken, wenn man sich kontrolliert, das muss man nämlich nicht einfach hinten und sagen, warum ich das total benutzt habe. Also, ich weiß nicht, ob die Menschen noch nicht miteinander gemacht haben, was auch da so alles passieren kann, wenn sie weiter zurückgelegt an den Russen weiter so überziehen. Der Russe ist das einzige Land, darüber sollte auch jeder nachdenken. Der einzige von unseren vier Besatzern, der komplett abgezogen ist. Denkt einmal Land über Land. Die anderen drei Besatzer sind immer noch in Deutschland. Und die müssen teils noch bezahlt werden. Ja, also da wurden noch bezahlt. Denkt dann darüber nach, wer hier der Aggressor ist und warum Herr Scholz nach Amerika fahren muss und Herr Biden erklärt, dass eine Pipeline zwischen Russland und Deutschland nur von, dass Herr Biden da sich erklären kann und sagen kann, ja, das Projekt wird gestoppt. Wie geht das? Das ist ein deutsch-russisches Objekt, Projekt und wenn Handelsbeziehungen aufrechterhalten werden. Habe ich dir jetzt einen Platz geklaut? Habe ich jetzt einen Platz geklaut? Deswegen auch für viele mit in dieser Zeit auf die Straße zu gehen, ist ganz wichtig, weil wenn die dort weiter ist. Ich bin nur nach vorne, hinten nach vorne auch immer. Es heißt, dass auch so ein bisschen lang also, schließt uns wieder an. Genau wie wir. Wir gehören zusammen.
Leute hier im Katharinenviertel, was ist das für eine seltsame Pandemie? Eine Pandemie, bei der Krankenhäuser schließen. Eine Pandemie, bei der wir uns immer und überall testen lassen müssen. Es ist eine herbeigetestete Pandemie. Eine Pandemie, bei der die Leute mehr Angst vor dem Impfstoff haben, als vor der eigentlichen Pandemie. Eine Pandemie, bei der wir in die Pflicht genommen werden, eine Impfung zu nehmen. Was ist das für eine seltsame Pandemie? Eine Pandemie, bei der das Krankenhauspersonal auf die Straße geht und fordert, dass die Maßnahmen eingeschränkt werden. Also, liebe Leute, hinterfragt bitte, was das für eine seltsame Pandemie ist. Und wenn ihr es auch satt habt, von den Maßnahmen drangsaliert zu werden, dann kommt mit uns heraus, auf die Straße. Wir treffen uns jeden Montag 19 Uhr auf dem Marktplatz. Und ihr da alle, und ihr oben da alle, ihr seid herzlich eingeladen. Schaut euch diese friedlichen Spaziergang an, diesen farbenfrohen Spaziergang mit so vielen friedlichen Menschen, die es satt haben, von den Maßnahmen transaliert zu werden, die endlich wieder ein Leben in die Würde führen wollen. Und dann fragt man sich, wer hat man einen Maßnahmen, zwei halbe Jahre, das heißt, wenn es ein Kind getan hat, dann bricht nicht mehr in der Sache rum, bei zwei Kindern. Und einmal, also einmal ein Unsinn, das ist nicht mehr in der Sache rum, auch wenn der negativ getestet wird, und ein Geimpfter darf in einem Restaurant, wenn er auch negativ getestet wird. Und das sind seltsame Maßnahmen, die wir einfach nicht mehr nachvollziehen können. Und es ist alles voller Widersprüche. Genauso wie es auch widersprüchlich ist, dass wir bei einem Textilladen eine FFP2-Maske tragen müssen. Und im Supermarkt reicht eine normale OP-Maske aus. Wir verstehen diese Widersprüche nicht. Die Polizisten verstehen diese Widersprüche auch nicht. Und die Politiker wahrscheinlich selbst nicht. Also, liebe Leute, macht auch ihr auf diese seltsamen Maßnahmen, die unser Leben einschränken, aufmerksam. Geht mit uns gemeinsam auf die Straße. Zeigt Mut, zeigt Gesicht. Was wurde uns nicht alles versprochen? Uns wurde versprochen, dass nach der zweiten Impfung, dass wir nach der zweiten Impfung die Freiheit wieder haben. Uns wurde versprochen, nach der zweiten Impfung braucht ihr keine Maske mehr tragen. Wir müssen leider feststellen, was man uns verlogen hat. Und hier gehen noch sehr viele Leute mitspazieren, die nicht geimpft waren. Die einfach nur enttäuscht sind von den falschen Versprechungen. Und sie leider erkennen müssen, dass das hier eine Dauerschleife ist, zum falschen Haus. Eine Schleife, der man immer wieder anfühlt. Der wir unter die rote Struktur fortfahren können. Und es scheint leider so zu sein, dass wir in Zukunft abhängig von dem Impfstoff sind, abhängig von einem digitalen Impfpass sind und abhängig von einem QR-Code sind. Und deshalb gehen wir auf die Straße. Wir wollen nicht von einem QR-Code abhängig sein. Schön, dass du da bist, Sonny. Wir wollen nicht, dass wir nur durch einen QR-Code am öffentlichen Leben teilhaben können. Und wenn ihr es auch so seht, wenn ihr auch diese Gefahr seht, so wie wir, dann kommt mit uns gemeinsam heraus auf die Straße. Macht auch ihr auf diese völlig überzogenen Corona-Maßnahmen aufmerksam. Schließt euch an, kommt mit uns heraus.
Geht mit uns, traut euch raus auf die Straße. Von Spaniern, die Iren von Iren,
und wir von Irren, die keinen Weg aus der Pandemie herausfinden wollen. Vielen Dank. Also es war sehr nette Worte. Wie kann es sein, dass es einen Impf, einen Schwarzmarkt für Impfpässe gibt? Bei einer echten Pandemie müsste es einen Schwarzmarkt für Impfstoffe geben. Aber es ist genau umgekehrt. Bitte hinterfragt diese Widersprüche. Und hinterfragt auch bitte, was es mit diesen Tests auf sich hat. Wenn sich einzelne Männer einen Schwangerschaftstest unterziehen, dann wird es immer Männer geben, die positiv getestet werden. Dann wird es immer Männer geben, die laut den Schwangerschaftstest schwanger sind. Das ist eigenartig, aber der Test zeigt es so an, weil der Test eben auch immer eine Fehlerquote hat. Und solange wir Millionen dran testen, wird es auch immer Leute geben, die positiv getestet werden. Also, hat Lauterbach und Drosten haben es selbst gesagt, wenn wir gar nicht mehr testen würden, dann würden wir gar nicht wissen, dass es das Virus überhaupt gibt. Also, liebe Leute, hier im Katharinenviertel, hinterfragt das bitte. Hinterfragt, wann diese Pandemie aufhören soll, wenn immer wieder getestet wird. Wenn es allein aufgrund der Fehlerquote immer Leute gibt, die positiv getestet werden, dann wird diese Pandemie niemals enden. Wie? Oder ich frage euch, wie soll diese Pandemie enden, wenn es immer Leute gibt, die positiv getestet werden? Wie? Wie soll diese Pandemie enden? Wie hat diese Schweinegrippe geendet? Erinnert euch, Schweinegrippe 2009. Wann ist die Zelle gewesen? Als nicht mehr getestet wurde. Als die Medien über die Schweinegrippe schlichtweg nicht so berichtet haben. Dann war die Schweinegrippe auf einmal vorbei. Was hier gerade abgeht, das erinnert mich an etwas. Und das ist das Bild, was man am Krankenhaus sehen kann. Wir dürfen unsere Verwandten und Bekannten im Krankenhaus nicht besuchen, obwohl wir arbeiten gehen und uns testen lassen müssen. Wir lassen uns testen und dieser Test sagt aus, dass wir kein Covid haben, dass wir negativ sind. Und trotzdem dürfen wir nicht zu unseren Lieben. Und wenn ich mir das angucke, was ich damals mit meiner Oma gemacht habe, ich habe sie damals, als sie beendet war, leider nicht mehr. Ich habe es bereut. Das Problem ist, ich habe darauf gehört und jetzt kann ich meine Familie nicht besuchen. Obwohl ich mir nicht mehr besuchen. Hier stand ich uns und sage Ihnen bitte ein wenig langsamer und so langsam zum Stehen kommen. Ich verstehe nicht, warum wir uns alle testen lassen müssen, alle schwarz auf weiß haben, dass wir negativ sind und trotzdem nicht zu unseren Lieben, Bekannten und Freunden dürfen. Ich verstehe nicht, dass ich meine Mutter im Krankenhaus nicht besuchen kann, obwohl ich nicht krank bin, das Personal nicht krank ist, meine Mutter kein Covid hat. Ich verstehe es nicht. Und es regt mich auf, und nicht nur mich, sondern auch euch. Ihr habt auch Weihnachten alleine verbracht, oder? Gegen die Ordnung verstoßen und mit euren Lieben, in Anführungszeichen, schwarz gefeiert. Wie lange wollen wir es denn noch machen? Als nächstes steht Ostern vor der Tür. Als ich ein kleiner Bengel war, da hat meine Mutter im Garten Ostereier vergraben oder versteckt oder wie auch immer. Das ging letztes Jahr schon nicht mit ihren Enkeln, obwohl wir alle einen negativen Test hatten. Und Weihnachten wieder.
Und Ostern wieder und Weihnachten wieder und Ostern steht wieder vor der Tür. Wir haben alle Liebe und Verwandte, die wir gerne wieder umarmen würden. Aber ich glaube inzwischen, dass das Problem ist, dass wir alle verlernt haben, einander zu begegnen, einander gegenüberzustehen und Liebe zu zeigen. Wir wissen doch gar nicht mehr heute am Valentinstag, was man feiert. Also ich würde lieber bei meiner Freundin zu Hause sitzen, statt hier spazieren zu gehen. Stattdessen muss ich dafür demonstrieren, dass ich nicht in die Schule kann, weil ich vorerkrankt bin. Ich darf nicht in die Schule und dann kriegt man noch die Sprüche der Klassenkameraden, sind mir eigentlich egal, aber ich verstehe es nicht mehr. Ich würde gerne mein Recht auf Bildung wahrnehmen. Ich würde gerne meine Lieben in den Arm nehmen, aber es geht nicht. 11 Familienmitglieder ersten Grades und ich kann sie nicht besuchen. Meine Geschwister, meine Nichten, Neffen noch gar nicht mit zugezählt, sondern ich zähle nur meine 8 leiblichen Geschwister, meine Eltern, die ich nicht besuchen kann und die abbauen. Weil ihre Kinder sonst immer angerufen haben und ihre Kinder sonst immer zu Weihnachten da waren. Aber jetzt nicht mehr. Und ich bin der Einzige, der hier in Mecklenburg bei meinen Eltern wohnt. Der Rest ist in Nordrhein-Westfalen, Thüringen und sonst wo in Deutschland. Und keiner kommt. Und ich sehe meine Eltern, die alten Leute, mit 60, also zwischen 50 und 60 Jahren. Ja, sie sind alt. Ich will das gar nicht ins Lächerliche ziehen, sondern sie bauen immer weiter ab. Psychisch, weil sie ihre Kinder nicht mehr sehen. Psychisch, weil sie geimpft sind und trotzdem noch Angst haben. Sie bauen immer weiter ab und ich frage mich so langsam, ob es der letzte Moment ist, den ich mit meinen Eltern genießen kann dieses Jahr oder ob es noch weitergeht. Weil wir endlich wieder uns in den Arm nehmen wollen mit allen unseren Geschwistern, mit all unseren Verwandten, mit all unseren Freunden. Aber selbst am Valentinstag ist das nicht möglich, dem Fest, an dem wir unsere Lieben eigentlich in den Arm nehmen sollen. Also steht doch bitte nicht am Balkon, wie meine Mutter im Krankenhaus am Fenster. Ihr dürft rauskommen. Meine Mutter kann das nicht. Und auch eure Verwandten sind vielleicht irgendwo eingesperrt, in Quarantäne oder sonst was. Nutzt doch die Zeit, um euch in den Arm zu nehmen, wenn ihr es könnt. Denn Zeit ist vergänglich. Also um 50 bis 60, das ist immer ein Blickwinkel des Alters. Also ich nehme nur für dieses Alter nochmal ein bisschen Alter. Alt ist keine Definition und das sollte auch niemand sich persönlich mehr geben. Ja, liebe Mitmenschen, jeden Montag 19 Uhr könnt ihr mit auf die Straße kommen, so wie in bundesweit mehr als 2000 Städte jeden Montag mittlerweile. Kommt einfach mit, schöpft Mut und lasst uns gemeinsam für unsere Lieben, für unsere Familien einstehen und lasst uns der Politik zeigen, dass es so nicht mehr weitergeht. Wir wollen friedlich miteinander leben. Und gemeinsam und nicht gegeneinander, sondern miteinander. Ihr seid recht herzlich eingeladen, jeden Montag 19 Uhr. Vielen Dank. Dann lasst uns weitergehen. Genau, vorne geht's weiter. Vielen Dank, dass ihr uns hier zugehört habt. Einen schönen Abend noch. Und wir gehen jetzt zurück zum Marktplatz. Und ihr seid, wie gesagt, immer herzlich eingeladen, jeden Montag 19 Uhr.
Schalter da, vor sechs Wochen war's noch da. Jetzt greife ich hier als Nummer für die Österreich, denn dazu ist zu viel. Und die tauben und die orangen Herzen. Danke, danke. Genau, wir haben gestimmt. Danke, meine Moderatoren. Danke, danke. Macht super heute wieder. Und wir gehen jetzt wieder zum Abgang zurück. Das dauert ungefähr noch mal 5 Stunden. Ihr möchtet gerne die 30.000 haben. 3.000
verlieren, unseren Verstand durch die Medien kastrieren, was keine Tage über mal beschmieren. Alle Abgeordneten, oh, fast 4000 Likes, du und wer sieht mehr, wie wir sehen. Thank you.
Turmstraße.
Wenn ihr da vorne stehen bleibt am Rand, dann kommen die anderen nicht mit rauf. Das ist das Problem. Lasst dann ansonsten Platz, geht ein bisschen zur Seite, dass die Leute auf dem Marktplatz noch raufkommen können. Und die Trommler noch mal gerne vor zum AKW. Und die Flöte. Und die Flöte. Stefan noch mal kurz, was wir euch singen. Genau, Technik ist soweit fertig, habe ich zwischenzeitlich mitgeteilt bekommen. Wunderbar, dann kann ich den Sattel machen. 1, 2, 3, 4, 5, Test. Hallo, schön, dass ihr hier seid. Ja, heute steht noch ein bisschen gute Laune, Lied. Was? Ja, reden, die sollen die Dinger bringen. Ach so, jeder, der den Ordner bringt, der hat die Dinger hier nach vorne. Ja, zwar heißt das Lied Sommer, Sonne, Sonnenschein. Ich bin so stolz, dass über den Winter so viele Menschen immer wieder hier auf die Straße waren. Und jetzt steht das Wetter auch langsam wieder mit. Es ist halt leider Fahrradfahren noch kein Schritt. Wir sollten uns da einfach nicht runterziehen lassen. Und auch das Wetter, was danach noch kommt, ein bisschen genießen. Danke fürs Folgen. Auch das zweite Geld.
meine Motoren machen, das Ding überlassen. Mach schon dort alles richtig, denn ich werde viel. Sonne, Sonne, Sonnenschein, das sind deine Eltern. Sonne, Sonne, Sonnenschein, so schön, ganz Leben sein. Trübe Tage und Körner und Leben, den Schauer und Schoß ist grün. Alle Körner, alles ist nicht so schwer, so weitergehen. Auch wieder immer fort, hier kann an jedem Ort. Trauer, Freude, hör mein Wort, sie haben Sinn. Jeder Art. Sonne, Sonne, Sonnenschein, das sind deine Zeit. Sonne, Sonne, Sonnenschein, so schön, kann das Leben drin sein. Sonne, Sonne, Sonnenschein, das sind deine Ländereien. Sonne, Sonne, Sonnenschein, so schön, Seelen sein. Durch die dickste Wolkendecke scheint die Sonne in jede Ecke. Ein einziger Strahl, den ich entdecke, reicht schon aus, Glück zu erwecken. Lass dich nicht so runterziehen. Schieb mir mal die Hand schon dich von dem Knie. Schreibst noch zur Wüste, sieh nur hin, erkenne ich. Und Leute, was? Ah, muss ich schon hoch? Zwei Minuten. Sonne, Sonne, Sonnenschein, das sind deine Zerrein. Sonne, Sonne, Sonnenschein, so schön. Der nennt sich Vergiss nicht zu leben, zu lachen und zu lieben. Passt vielleicht zum Valentinstag.
Und es geht darum, dass man schaut, dass man den inneren Frieden einfach behält. Und das hängt ganz viel damit zusammen, dass man einfach sein Herz zurücknimmt. Nach dem Lied ist das leider jetzt auch zu Ende live, ne? Ihr könnt ja die 35.000 noch vorhin machen, wenn wir das noch schaffen, wenn das Lied zu Ende ist. Genau, jeder soll frei entscheiden. Und die Spaltung aufhören, genau. Genau, sehe ich auch so. Ich kann mich jetzt schon mal an die Hilter bedanken. Ohne euch wäre das doch hier langweilig, Shit. Genau, like. 35.000 schauen wir noch. Gemeinsam sind wir stark. Keiner ist allein. Gemeinsam schaffen wir unser Sein. Vergiss nicht zu leben. Zu lachen. Wer nicht hört, Vivian, raus damit. Hallo, Herzi. Thomas, das ist Thomas. Ja, der arbeitet auch hier. Hey Thomas, das ist Herzi, ja? Hast du ihm den Link geschickt? Geil, Thomas, alles gut bei dir. Schön, du bist in Bayern, Junge. Wir müssen wieder aus Schuften bohren. Ja. Einer im Osten, einer im Süden. Ja klar. Komm wieder alle nach Hause, ne? Nee, ich muss arbeiten. Und nächste Woche kommst du mit zur Demo. Wenn ihr die 50k schafft, Alter, Respekt. Wenn ihr die 50k schafft, Alter, denn das wäre ein Traum. Alles gut auf jeden Fall und trink nicht so viel. Und denk daran, immer hinten. Hinten ist gut für dich. Kannst du dir aber erzählen, wenn du den Chat. Thomas, mein Opa hier, du sei richtig laut. Thomas, like bist laut, pass auf. Ich sag dir auch schon mal Tschüss, ne? Ich sag dann wiederholen, ne?
als Ordner hier vorne oder neu erläutern, sodass das losstoppt hier. Ich hoffe, dass wir dann wieder ein bisschen mehr sind, weil die Ferien vorbei sind. Und hatte ich es jetzt schon durchgesagt, 1000 und 1250, glaube ich. Ja. Genau. Ja, Ordner, wie gesagt, ab 18:30 gerne vorne schon melden und dann können wir auch ein bisschen mehr loslegen. Ja, und ansonsten vielen Dank an alle Helfer, die auch mit den Balance-Rollen haben. Nochmal, die noch da sind. Und jetzt musst du mehr. Dann einen schönen Einblick. Alles Gute. So, ich verabschiede mich jetzt genau, danke, von euch allen, die bei mir im Live drin waren. Und ein ganz großes Lob an meine Modis, dass die hier alles geregelt haben. Danke für die Likes, Geschenke. Oh, 2 Minuten habt ihr noch, könnt ihr noch die 35 voll machen. Ja. Und danke an die an die Geschenke. Und ja. Für die neuen Follower. Und an die Hater, dass ihr auch dabei wart. Jeder Like, jeder Aufruf zählt. Ich bedanke mich auch an Vivian, an Herzi, gute Nacht. Ja, ich sag dann mal tschüss. Ach, wollt ihr die 300 noch schaffen? Na gut, dann machen wir noch so lange. Danke Vivian, dass du da warst. Vielen lieben Dank. So, ich werde jetzt live beenden. Tschüss. Schickedü. Los, noch 100. Schauen wir noch. Ey, Lisa, komm, like mal noch schnell mit, Lisa. Bevor du bye-bye machst. Wir haben 35 schon fertig. Wir haben die 35.000 geschafft. Danke an euch allen. Schickedü. Tschüssi. Vivian, tschüss. Meine ganzen Moderatoren, tschüss. Herzlich tschüss. Wahnsinn, ihr seid der Hammer. Sollen wir mal ausmachen? Tschüss, Vivian.